Hier ist das SK Visional am Dienstag und das sind die Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz wieder gestiegen. Regattastrecke, Impfaktion war großer Erfolg. Und Ehrung, Lenin bekommt Kritzingergasse. Und damit, meine Damen und Herren, darf ich Sie zu den aktuellen Nachrichten recht herzlich begrüßen. Wir beginnen wie immer mit den aktuellen Corona-Zahlen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mit Stand vom Montagabend bei 759,3. Im Vergleich zum Vortag gab es 97 Neuinfektionen. In den letzten 7 Tagen waren es 547. In Quarantäne befinden sich derzeit 1086 Menschen. Stationär werden 33 behandelt. Am Wochenende gab es ein Leck in einer Rohrleitung auf dem Packhof. Zunächst konnte die entsprechende Stelle nicht gefunden werden. Am Montag lokalisierte man dann den Schaden. Für die Reparaturarbeiten musste direkt im Kreuzungsbereich vor der Hammerstraße in die Packhofstraße hinein ein Loch gegraben werden. Die Bauarbeiten erforderten eine Fahrbahneinengung im Kreuzungsbereich. Hier sollten Kraftfahrer besonders vorsichtig fahren. Die Baustelle wird nach Informationen vor Ort vermutlich noch länger bestehen bleiben und durch Warnlichter bzw. Bauzäune abgesichert sein. Wissen Sie, ich glaube ja nicht so an die Wissenschaft, weil die glauben auch nicht an mich. Aber boostern lasse ich mir trotzdem. Das wirkt nämlich, auch wenn man nicht dran glaubt. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Die Straßenverkehrsbehörde von Brandenburg an der Havel gibt Folgendes bekannt. Ab Mittwoch, den 22. Dezember, wird die Überführung über die Quenzbrücke auf Veranlassung des Wasser- und Schifffahrtsamtes für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von maximal 16 Tonnen beschränkt. Die Quenzbrücke befindet sich in der Verwaltung des Wasser- und Schifffahrtsamtes Spreehavel. Dieses hatte schon am 8. Dezember im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr über den damaligen Zustand und die weitere Planung berichtet. Die Beschränkung dient dem Schutz des Bauwerkes, der vorsorglichen Gefahrenabwehr sowie der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Ausgenommen von der Beschränkung sind der öffentliche Personennahverkehr und Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Umleitung für Fahrzeuge ab einer zulässigen Gesamtmasse von 16 Tonnen erfolgt in beiden Richtungen über den Quenzweg, die Gürtenallee und die B102. Und damit sind wir beim Wetter, meine Damen und Herren. Heute ist Winteranfang, doch in unserer Region bleibt der weitestgehend aus. In den kommenden Tagen ist es überwiegend bewölkt. Donnerstag kann es rutschig werden, erst Schneefall, dann Regen. Und am Heiligen Abend wird es sehr mild mit etwas Regen. Soweit die aktuellen Nachrichten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen.